Hallo und willkommen bei Skipper & Co. Wir sind in Leeuwarden. Pia und ich erkunden ein wenig die Stadt, bevor es in den nächsten Tagen für uns wieder aufs Boot geht. Dazu haben wir uns im Alibi Hostel zunächst eine Zelle genommen. Die Unterkunft ist inmitten von Leeuwarden und befindet sich in einem ehemaligen Gefängnis. Der Zellenblock wurde 1875 erbaut. Wir zeigen euch mal unsere Zelle. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Ein bequemes Doppelbett und ein separates Bad mit Dusche und allem, was ihr braucht. Insgesamt haben wir uns hier sehr wohl gefühlt. Preis und Leistung waren top. Mehr Informationen dazu findet ihr in unserer Videobeschreibung. Jetzt aber ab in die City. In der Kunst- und Kulturhauptstadt 2018 könnt ihr viel entdecken. Neben den künstlerischen Einflüssen gibt es noch jede Menge Sehenswürdigkeiten wie das Wahrzeichen der Stadt. Ähnelt doch sehr einem gewissen schiefen Turm, oder? In unmittelbarer Nähe haben wir ein kleines Schätzchen entdeckt, das Steak. Hier haben wir ein leckeres Frühstück genossen. Ein Geheimtipp für alle Bootsspotter unter euch. Wer Leeuwarden mit dem Boot anfahren möchte, findet ideale, ruhige und zentrumsnahe Liegeplätze direkt am Stadtpark. Ah, apropos Boot, da war doch was. Hallo liebe Bootsfreunde, wir sind angekommen in Sneek und haben gerade unser Schiff übernommen, die Fantasy, die ihr hier hinter mir seht. Ich denke, wir werden viel Spaß haben damit. Ja, wir halten euch die nächsten Tage auf dem Laufenden. Die Fantasy mit einer Länge von 12,20 Meter und einer Breite von 3,80 Meter bietet mehr als genug Platz für 4 Personen. Ein gut ausgestatteter Steuerstand mit Bug- und Heckstrahlruder sowie GPS-Plotter. Der Salon bietet ausreichend Platz für gemütliche Abende an Bord. Eine voll ausgestattete Küchenzeile ist ebenfalls vorhanden. In der Heck- oder Eignerkabine befindet sich ein Doppelbett und ein separates WC. In der Bugkabine findet ihr platzsparende V-Betten. Außerdem gibt es ebenfalls ein separates WC, doch dieses fiel recht klein und eng aus. Die Duschkabine an Bord war dafür recht großzügig geschnitten. So viel zum Boot und jetzt Leinen los. Startet in Sneek und machen uns jetzt auf den Weg nach Limmer. Wir haben tatsächlich perfektes Wetter gerade. Ein bisschen windig ist es, aber man hält es sehr gut aus. Ja, wir freuen uns, euch mitnehmen zu können und gucken mal, wo wir nachher landen. Die Einfahrt nach Limmer, vom Prinzess-Margret-Kanal kommend, brachte uns bis zum Binnenhafen, wo wir uns für die Nacht festmachten. Der Hafen liegt etwas außerhalb. Hier hatten wir die besten Chancen, für die Nacht einen Liegeplatz zu bekommen. Solltet ihr am frühen Mittag in Limmer ankommen, könnt ihr mit etwas Glück einen der begehrten Plätze im Zentrum ergattern. Limmer liegt am Rand des Eiselmeers und ist durch seine Lage einer der wichtigsten Fischerei- und Wassersportorte in den Niederlanden. Und definitiv einen Besuch wert. Guten Morgen, wir haben gut geschlafen in Limmer. Nacht war zwar kurz, jetzt geht's Brötchen holen und dann starten wir in den Tag. Guten Morgen. Nach dem Frühstück mussten wir einfach noch einen kurzen Blick auf den Strand werfen und schon ging unsere Reise weiter in Richtung Stavoren.
Nach einer etwas unruhigen Nacht in Stavoren zog es uns ans Eiselmeer, welches wir später auch befahren wollten. Dazu mussten wir durch die Johann-Friso-Schleuse. Um das Eiselmeer zu befahren, solltet ihr etwas Erfahrung mitbringen. Überprüft im Vorfeld die genaue Wetterlage. Diese kann sich schlagartig ändern. Routentechnisch solltet ihr also auch immer einen Plan B haben. Angekommen in Vorkum, standen wir vor einer geschlossenen Schleuse. Mittagspause. Einige Crewmitglieder machten sich auf Erkundungstour. Direkt neben der Seeschleuse entdeckten wir eine kleine, mehr als 300 Jahre alte Werft. Diese bietet eine kostenfreie Ausstellung über die eigene Geschichte. Und die ist ziemlich lang. Geht einfach mal rein und schaut euch um. Es lohnt sich. Diese ist nur eine der vielen Brücken in Friesland. Was an diesem Fahrgebiet so besonders ist, ist die Wertstellung der Sportschifffahrt. Ihr habt nur wenig bis gar keine Wartezeit an den Brücken. Aber nehmt ein bisschen Kleingeld mit. An der einen oder anderen Brücke gibt es noch die Tradition des kleinen Brückengeldes. Angekommen am Wassertor, dem Wahrzeichen von Sneek, suchten wir uns einen Liegeplatz in der direkten Umgebung. Alle paar Meter befinden sich auf dem Boden QR-Codes mit der dazugehörigen Liegeplatznummer. Über diese könnt ihr eure Liegegebühren entrichten. Also ganz einfach und unkompliziert. Strom ist vorhanden, Sanitäranlagen gibt es hier leider nicht. Trotzdem sind die Liegeplätze sehr beliebt und es lohnt sich, schon früh hier zu sein. Den restlichen Abend verbrachten wir mit unserer Crew bei einem gemütlichen Essen hier in Sneek. Für unseren letzten Tag an Bord legten wir eine Filmpause ein. Für uns ging es noch weiter über Jore nach Rau. Die Bilder vom Morgen unserer Abreise wollten wir euch allerdings nicht vorenthalten. Einige der Momente, die Bootsurlaub so besonders machen. Wir hoffen, dieser Vlog hat euch gefallen und danken euch fürs Zuschauen. Wenn ihr Lust habt, abonniert unseren Kanal. Wir freuen uns über jeden Support. Danke und bis zum nächsten Mal bei Skipper und Co.